So, da sind wir auch schon bei der vorletzten Aufgabe, nämlich eliminiere Gegner mit einem Scharfschützengewehr. Und das direkt schon zwei Gegner. Weil einer wäre ja zu leicht. Einen haben wir schon gemacht in einer Runde, wo ich eben noch die Aufnahme gemacht habe. Und danach habe ich gerade noch ein paar Kills probiert. Einen habe ich hingekriegt, da habe ich mir gedacht, nee, hör auf, den zweiten machst du, wenn. Für euch natürlich, dass ihr es mitseht. So, wir gehen in Gruppenkeile. Weil selbst wenn wir da sterben, wir haben direkt die Sniper immer noch und können unser Glück weiter probieren. So, für alle die, die jetzt ganz neu auf dem Kanal sind, ihr seht hier unten diesen Paysafe-Code. Kurzfassung ist, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Heißt, bei 320 Abonnenten kommt die 12. Zahl hinzu. Und die restlichen 4 Zahlen musst du dann quasi selbst erraten. Bei 530 Abonnenten kommt noch eine Zahl hinzu. Und dann wird das Ganze natürlich schon ein bisschen leichter. So, wenn du mehr darüber wissen willst, wie das mit dem Paysafe-Code genau funktioniert, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich das Ganze dann nochmal erkläre. So, jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, wir landen direkt und direkt hier. Direkt, direkt, direkt. Und am besten direkt einen Sniper finden. Reichlich Munition. Und dann kann der Hase auch losgehen. Ich sage ja, Snipen ist natürlich jetzt auch wieder eine Glückssache. Dadurch, dass ich die Aufgaben mache, habe ich bestimmt schon einigen geholfen, weil ich nämlich nach der Aufnahme einfach immer stehen geblieben bin. Das ist natürlich die beste Variante, wenn man AFK-Spieler findet. Aber wir sind ja auch nicht bei Wünsch dir was. Ich schätze mal, wir haben das Glück gleich nicht unbedingt. Einzigste, was natürlich jetzt von Vorteil ist, dass natürlich sehr viele versuchen, die Sniper-Aufgabe zu machen, was dafür zu führt, dass viele halt einfach rumstehen. So, jetzt brauchen wir eigentlich wirklich nur noch Munition, Sniper und ich bin glücklich. Ne, die will ich nicht. Wo ist denn die Kiste? Oben oder was? Wahrscheinlich. Ja, Mahlzeit. Dann, 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 dann. Automatisch schlau schnell laufen, kein Bock. Ich brauche eine Sniper, Leute. Sniper, Sniper, Sniper. Ach, hier ist auch eine Mülltonne. Wäre auch eine Möglichkeit wegen dem Verstecken. Weil ihr habt ja vielleicht schon das Video gesehen mit dem Verstecken. 32 Schaden habe ich schon gemacht. Also es kam doch noch tatsächlich einer. Aber hier in der kann man sich zum Beispiel nicht verstecken. Hab ich mich schon. Hä? Ich höre hier doch eine Kiste. Oder wo ist die? Ist die jetzt ganz da oben? Ja, das bringt mir aber alles nichts. Ich brauche halt wirklich definitiv einen Sniper. Ich hoffe mal, ihr habt mehr Glück als ich bisher. Ah, hier drunter ist noch eine Kiste. Aha. Zwar in Anführungszeichen nur eine grüne. Aber das größere Problem sind nur die 7 Munition. Weil ich glaube nicht, dass ich mit 7 Munition hinkommen werde. Also so ein bisschen Munition wäre jetzt nicht schlecht. Aber bei meinem Glück finde ich jetzt keine Munitionskisten. Ach, hier waren wir eben schon. Bam, 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 bam. Da waren wir auch schon. Zone müsste gleich auch schon kommen. Ein Kill und dann haben wir das Ganze. Ja, ich sage ja, manche wundern sich, hey, warum hätten die so Probleme damit? Ganz ehrlich, wenn ich hier Probleme habe, warum guckst du dann nach dem Video? Hm? Dann hast du ja wahrscheinlich selber Probleme damit. Außer natürlich die Hardcore-Fans schon. Die unbedingt sehen wollen, wie ich versage.
was ja leider relativ häufig vorkommt. So, jetzt haben wir 19 Munition. Ach, Zone kommt auch schon. Und Zone ist ganz weit weg. Mal gucken, dass wir. Ah, hier haben wir noch eine. Ah, 31 Schuss sollte eigentlich reichen. So, boah, die Zone ist weit weg. Und dann noch so ein riesen Berg vor uns. Ah. Ja, wir sind natürlich auch ziemlich weit weg gelandet. Aber ein hoher Berg bedeutet auch, es geht dahinter wieder runter. In der Regel. Ja, Metz haben wir auch nicht gerade die meisten. Eieieiei. Das fängt ja gut an hier, die Runde. Und wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie es genau funktioniert, spult einfach ein bisschen vor. Ich weiß, manchmal ist halt ein bisschen langweilig, aber ich will natürlich für euch auch so schnell wie möglich die Aufgaben haben. Und im Prinzip, ihr wisst ja schon, wie es geht. Schnappt euch einen Sniper, geht in den Modus, macht euren Kill und gut ist. Ich meine, das wäre die Kurzfassung. Aber ich will euch natürlich auch zeigen, ein bisschen Gameplay. Und ihr habt vielleicht auch ein bisschen was zu lachen, wenn ihr seht, wie ich teilweise am Verkacken bin. So. Es wäre schön, wenn hier irgendeiner rumdackelt. Jetzt versuche ich mir gerade noch ein bisschen Metz zu holen. Also hier ist schon mal keiner. Traumhaft wäre natürlich jetzt, wenn hier ein Heuballen wäre. Ich springe raus und mache einen Kill mit der Sniper. Das wäre so meine Traumvorstellung jetzt. Ich frage es auch, wo die Zone jetzt hingeht. Am besten wäre echt, wenn die hier bleibt. Dann würde ich die ganze Zeit da reinspringen. Aber wir sind auch auf unserer Seite. Also hier werden wir wahrscheinlich eh keine Gegner sehen, wenn auf der anderen. Und ihr seht auch, dritte Phase erst. Ja, ich versuche halt wirklich immer so schnell wie möglich, ne, der gehört zu uns, so schnell wie möglich euch die Aufgaben wenigstens zu erklären, das Grundprinzip. Wie gesagt, einfach hier rausspringen und hoffen, dass man einen trifft. Aber hier werden wir keinen finden auf der Seite. Ich denke nicht, dass die hier groß landen werden. Bei uns ist irgendwie Tumult da vorne. Die sammeln sich da zu viert oder zu fünft. Wahrscheinlich sitzen die gerade alle im Boot. Hä? Wen seht ihr? Hey, du Depp, ich gehöre zu dir. Wie er es nicht rafft. Oh, sehr lustig. Ha, 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 ha. Jetzt haben wir alle gelacht. Nein, so tief angesetzt. Ah, hier kriegen wir auch nur eine Chance. Och, er wird mir geklaut. Daneben. Daneben. Versteckt sich anscheinend hinterm Baum. Mal gucken, wo hier welche rumlaufen. Ja, die 24 Schuss sind natürlich dann doch nicht so viel.
auch zu tief. Wen schießt er? Komm, baut höher. Na, Mann. So müssen wir halt den Kill machen. Ach, der gehört zu uns. Ja, hör auf zu lenken. Die Entfernung ist natürlich doch schwer weit. Ich muss versuchen, irgendwo näher ranzukommen, weil ich habe halt wirklich nur 21 Schuss. Oh, er bewegt sich. Sniper-Kills ist aber auch nervig. Und mein typisches Gelege. Hier ist aber auch keiner, der irgendwie mal hier hinten rumläuft oder so. Ist echt schon nervig. Ja, die gehören alle zu mir. Genau, dann springst du. Mann, ey. Bleib stehen. Treffen. Nein! Mann, treff doch einfach! Aha! So, wie ihr gesehen habt, so könnte es gehen. Aber es ist natürlich absolut schwer, ey. Außer man kann halt snipern wie ein junger Gott. Probieren jetzt einfach nochmal ein paar Kills zu machen. Ah, so ein Glück müsst ihr halt haben. So. Ja, und dann nicht treffen. Das ist natürlich das Beste. Was? Das war wieder so ein Moment. Da muss man doch eigentlich treffen. Was ist hier los? Das war definitiv abgestaubt. Aber dieses Gelege, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig das ist. Ah, das war ein bisschen schwer weit. Ah, den Assist habe ich natürlich gern mitgeholt. Bleibt doch mal. Mann, ich habe doch keine Mets mehr. Vor allem, wo sind der? Nee, 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 nee. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie es funktionieren kann. Also in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Viel Spaß natürlich mit euren Aufgaben. Und man sieht sich in der letzten Aufgabe.